Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von mir, The Firestorm LP, und herzlich willkommen zu Uncharted The Nathan Drake Collection für die PS4 von Naughty Dog. Alle drei Teile nochmal schön aufbereitet für die PlayStation 4 und ja, ich denke, wir beginnen die Reise. Ja, ich hatte schon mal, also wir spielen natürlich Teil 1 als erstes, logischerweise, chronologisch. Ne, und ja, der erste Teil ist Uncharted, Drake's Schicksal, und gehen kurz in die Einstellungen, ja, Untertitel sind ein, genau, Spieltutorials, Spieltipps, Tutorial-Tipps und so weiter, Fotomodus ist auch aktiviert, Anzeige ist gut, Lautstärke, habe ich schon so voreingestellt, ich denke mal, das ist so gut, ansonsten schreibt was in die Kommentare, wenn der Ton lauter sein soll, dann kann ich das im Nachhinein noch machen. Wegen der Anzeige, ich guck mal gerade wegen der Helligkeit. Vielleicht ist das. So war das, glaube ich, auf Standard. So ist vielleicht besser. Nee, ich lasse es einfach ganz normal. Und ich denke mal, ich fange an. Ja, ich hatte schon angefangen. Ihr seht hier. Das erste Kapitel schon mal gespielt. Um zu testen, wie es so ist und so. Und ja, es sieht ganz gut aus. Und deswegen werde ich jetzt einfach ein neues Spiel starten. Und ja, beginnen wir damit. Natürlich die Kampagne, wir wollen kein Speedrun machen, die Kampagne. Und ich bin noch unbedingt auf einfach. Ja, ich denke, wir werden auf einfach spielen. Denn es ist das erste Mal Uncharted für mich, deswegen ich bin kein erfahrener Uncharted-Spieler, deswegen werde ich jetzt einfach auf einfach spielen. Viel Spaß dabei. Ja. Soll ich es einfach jetzt. Neue Spieldaten. Viel Spaß. Wir befinden uns hier vor der Küste Panamas und haben vermutlich soeben den Sarg des Entdeckers Sir Francis Drake geborgen, der vor über 400 Jahren im Meer bestattet wurde. Haben Sie denn überhaupt keine Skrupel, die Gebeine Ihres Vorfahren zu schänden? Schänden ist kein schönes Wort. Und überhaupt, Sie glauben mir doch nicht. Naja, ich hab mich informiert. Und soweit ich herausgefunden habe, hatte Francis Drake keine Kinder. Auch Historiker liegen mal falsch. Zum Beispiel kann man einen leeren Sarg nicht schänden. Zur Hölle. So ein Teufel. Was ist das? Los, zeigen Sie mal. Nein, 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 was soll das? Der Deal war für den Sarg. Mehr nicht. Warten Sie mal, wenn mein Sender diese Expedition nicht bezahlt hätte, dann... Sie haben Ihre Story, Lady. Mr. Drake, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das Recht, alles zu sehen, was wir... Halten Sie mal die Luft an. Sully, wir haben ein Problem. Beeil dich. Hey, warten Sie! Was ist hier los? Piraten. Piraten? Ja, und die Jungs machen keine Gefangenen. Naja, keine männlichen. Was reden Sie denn da? Sollten wir nicht die Marine zur Hilfe rufen? Tolle Idee, nur haben wir leider keine Genehmigung, um hier zu suchen. Was? Ja, wenn Sie also in Panama nicht im Knast landen wollen, sollten wir uns selbst darum kümmern. Was ist schlimmer? Sie waren offensichtlich noch nie in Panama im Knast. Können Sie damit umgehen? Klar, wie mit einer Kamera. Man hält einfach drauf und drückt ab. Sehr gut. Los geht's.
natürlich Drake mal wieder. Haben die uns hier draußen gefunden? Natürlich Drake. Die Typen verfolgen mich seit Wochen. Ich dachte schon, sie wären weg. Was haben sie diesem Kerl getan? Das ist eine lange Geschichte. Die lange Geschichte, aber... Die Jungs können sie nicht leiden, was? Weniger reden, mehr schießen! Ja, aber Drake wieder perfekt gemacht. Eil dich, Sully. Eiskalt. Drake natürlich wieder schön gemacht. Oh nein. Keine Genehmigung geholt. Jetzt kommen die ja noch aufs Boot, ey. Richtig krass. Sie kommen an Bord! Oh nein, ihr Miesen! Gleich geht's dir dreckig! Ja. Freunde. Okay. Dann sind wir wieder hier. Aber man sollte die Bäume aufs Boot lassen, damit man die hier killen kann. Ach, keine Gefangenen. Ein Brachial-Kombo. Sully, wo bist du? Hey! Okay, das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut ist das. Was ist das? Hau rein, Sully! Oh. Meine Kaution kriege ich dann wohl nicht zurück. Die Kavallerie kommt. Ach, Gott sei Dank. Wasser! Ja. Moment! Was soll das denn? Okay. Los! Okay. Los! Ja, ja. Ich kann mir wohl keine 5 Minuten alleine lassen, was? Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Alles klar? Ach, eine Therapie wird schon richten. Na, wenn das mal nicht die hübsche, begabte Elena Fischer ist. Oh, dafür kommen Sie in den Bericht? Ach, ich wirke lieber hinter den Kulissen. Victor Sullivan. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Wie wär's mit Abhauen, bevor es hier noch mehr Ärger gibt? Und? Ein kleines Geschenk von Sir Francis. Aha, ihr habt den Sarg gefunden. Warte mal, ist das das, was ich denke? Drakes Tagebuch. Ich hatte doch recht, sein Tod war vorgetäuscht. Er muss große Pläne gehabt haben. Ja, aber das behalten wir lieber mal für uns. Danke fürs Ausleihen, Mr. Drake. Ein Blick ins Tagebuch hätte ich mir verdient, finde ich. Also, als Drake im Pazifik aufkreuzte, hat er die Spanier total überrumpelt. Er kaperte ihre Schiffe und alle Karten, Briefe, Tagebücher und notierte alles hier drin. Genau, bei seiner Rückkehr nach England beschlagnahmte die Krone all seine Karten und Logbücher. Auch das hier. Und verpflichtete die Besatzung zum Schweigen. Ja, und das... Verstehst du, Drake hat damals etwas entdeckt, Sully. Etwas so Geheimes und so Kostbares, dass es keinesfalls rauskommen durfte. Ja, schon gut, Nate. Tu mal einen Moment so, als wäre mir dieser Quatsch egal und komm auf den Punkt, okay? Kommst du eigentlich immer gleich zur Sache? Da stehen die Frauen bestimmt total drauf. Hat sich noch keine beschwert. Bitte, wie du willst. Dann kommt jetzt der gute Teil. Nur für dich.
Na? Das echte Eldorado. Der hatte wirklich große Pläne. Steht da sonst noch was? Ah, auf einmal interessiert's dich, was? Ja. Yeah. Aber leider nein. Die letzte Seite fehlt. Ja. Ich sag's dir, Sully. Das ist es. Endlich haben wir Glück. Ja. Aber wir haben da ein kleines Problem. Ja, das sage ich doch. Explodiert. Versenkt. Aber dafür gibt's ja Versicherungen, stimmt's? Oh. Oh nein, die Kamera... Nein, die Kamera ist ganz. Mach dir um die keine Sorgen. Praktisch wie neu. Sully, das Mädel ist knallhart. Du hättest sie sehen sollen. Toll, dann geh doch und sag ihr, dass wir die goldene Stadt gefunden haben. Vielleicht bringen sie es heute Abend noch im Fernsehen. Ach, komm schon. Nate, vertraust du mir? Mehr oder weniger? Gut, denn bald ist jeder Kleinkriminelle der Welt hinter diesem Schatz her. Wir müssen sie loswerden. Sofort. Du bist ein echter Gentleman, Sully. Ich weiß. Ist mies. Sie wird zu verstehen. Nein, das ist... Unser Budget interessiert mich nicht. Ich meine, ist dir klar, dass das die größte Story des Jahres wird? Hi. Nein, ich traue ihn nicht, okay? Darum müssen wir uns beeilen. Schick mir einfach das Kamerateam und ich verspreche dir, dass... Das kann nicht wahr sein. Hey! Ich hätte es echt wissen müssen. Warte. Langsam, Kleiner. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Für die kleine Kellnerin in Lima hat's aber gereicht, was? Das ist was anderes. Aber ich geb's zu. Weniger anstrengend war's nicht. Na, du hast es gleich geschafft. Wir sind fast da, alter Mann. Da fällt mir was ein. Habe ich dir mal erzählt, wie ich Pablo Escobar ein gefälschtes Bild aus dem 16. Jahrhundert vertickt habe? Riskant, klar. Aber als er es rauskriegte, war ich schon. Nate, hörst du mir eigentlich zu? Ich lausche gebannt. Ach, du Undankbarer. Na, was hast du zu sagen, Sully, ne? Nein, Scherz. Ja, wir sind auf der Suche nach Eldorado. Durch die Aufnahmen. Wow. Durch die Aufnahmen von Francis Drake oder die Geschichten, die wir von ihm haben. Die Aufzeichnungen. Ja, und mal gucken, was wir finden. Natürlich hoffen wir die goldene Stadt. Weißt du wirklich, dass Francis Drake auch hier war? England ist ganz schön weit weg. Und? Ich kapier's nicht. Das Ding sagt, hier ist die markierte Stelle. Vielleicht liest du es falsch ab. Zeig mal her. Nein, wir sind schon richtig. Hier ist nichts, Nate. Wieder eine Sackgasse. Bleib ruhig, Sully. Ganz locker. Dann sehen wir uns mal um.